no return, baby, on the summer night. The shot of love and the spark of love to be. Stars align and the month time night burn like a grind out leaf. Are we leaving on the next train, baby? I do believe. Come on, let's ride this train. Come on, let's ride this train. Now I ain't missed a 9 to 5, I don't hear it in my song. I'm gonna pull my weight, don't get me wrong. Brand new start and a whole new part, they are big old shoes to fill. I'll be there on that platform, babe. No, I will. Let's ride this train. Come on. Let's ride this train. Now nothing is this rush of life. You'll never find its match. So you live to be a Es ist mir ganz herzlich willkommen hier am Fonds de Grasse beim Train 1900. Mein Name ist Jean-Marie Thiel, ich bin Vizepräsident von der RMTF, Association des Musées et du Tourisme Ferroviaire, aber am Volksmund ist er unter Train 1900 bekannt. Wir haben heute einen speziellen Tag. Wir haben heute ein Port d'Ouvert. Da sind drei Dampfmaschinen am Betrieb, an Autorail, an Diesel, alles was wir haben. Und das ganz am Kontext vom Centenaire von der Cockerill 503, die haben wir noch einmal gesehen. Cockerill 503 als ein Stehkessel-Lokomotiv, im Gegensatz zu klassischen Lokomotiven, wo der Kessel horizontal liegt, steht der Kessel hier mit einer anderen Maschine, wie praktisch wie ein Flash, die auf einem Plateau steht. Diese Typ Lokomotiven sind gebaut an über 950 Stück. Zwischen 1845 und 1949. Und sie waren vor allem gedauert für kleine Ateliers, die so 2-3 Mal vor der Wagen kruten, die sich nicht rentabel waren, für sich ein normales Rangierlokomotiv zu kaufen. Das wird zu teuer gewesen. Wir wussten eben eine kleine Lokomotiv hatten, die nicht teuer am Entretien war, die nicht teuer an der Ausschaffung war, die auch für einen Mann Betrieb geagent war, also nicht ein Heizer an einem Maschinist, mehr eine Person kann beides machen, aber wo ihn dann eben alle zweiten Tag von den 2-3 Waggons gekriegt, an seinem kleinen Atelier, Maschine angehört hat, die Waggon gerickelt hat und dann die Maschine konnte auf Zeit stellen. Tut den etwas ein bisschen hin, konnte den Waggon nicht mit der Hand drücken, an einem normalen Rangierlokomotiv, die war einfach zu teuer, nicht rentabel. Das am Anfang, wenn ihr so wollt, der Chevaux oder der VW Käfer von der Dampfgeschichte. Die Firma Cockerill, die Lokomotiv entworfen gebaut oder gefunden hat, das Firma Cockerill von Leck, die mittlerweile 205 Jahre hat, den John Cockerill, den sich zu Leck installiert hat, vor allem am Anfang für Wirbereien zu bauen, hat sich an allmählich technologisch die vier lanciert und hat Schiffe gebaut, Lokomotiven, Kanonen, Dampfmaschinen, Maschinenfixen, alles, was man sich vorstellen kann. Und dann hat wirklich den Weltmarsch Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderte, über die Jahrhunderte dominiert. Was das ein Zusammenhang zwischen dieser Lokomotiv, der kleine Stehkessel-Lokomotiv Cockerill, und Lützeburg? Aber ja, einerseits war es immer ein Drama von mir, für ein Dampflokomotiv zu haben, weil ich von kleinem Mund dabei bin.
En dat heet dan als dan lo mijn locomotief, die voor mij van Caroline Tilboon, van mijn vrouw, die mij heeft samen ook geschaafd toen 1997, voor hij om van de Graad Collectie te bereicheren, maar ook wel ze klank aan handelijk was voor gelegentelijk om uitsland op verschillende manifestaties deel te houden. Vuurder daar voor de verein hij genoeg arbeid had, en maar deze locomotieven zo veel te doen hadden, hoe mij heeft toen een atelier om uitsland gezicht. Für die Lokomotive zu restaurieren. Sie war in einem ganz, ganz schlechten Zustand. Kann ich praktisch so in der von dieser Linie unheim alles nach oben als neu und alles nach unten als nach originaler Halle. Mit der Dier wird schon alles ein bisschen neu gebaut gehen, inklusive der Kessel. Der Kessel, du hat man die Chance, an der Tschechischen Republik ein Atelier zu fangen, den konnte komplett neu bauen. Und die Maschine ist wie gesagt, in der Slowakei von 1999 bis 2002 restauriert. Seit 2002 läuft Lokomotiv hier im Regelmäßiger Massatz. Sie kriegen dort letztes Jahr eine größere Revision, weil im Kessel eben auch pro Jahr unterher fertig ist. Und sie ist dann auch im Brett für die nächsten Jahre hier am Fond de Grasse zu fahren. Es kaufen auch von dieser Lokomotiv mindestens zwei Exemplare hier zu Lützeburg. Und die zwei die waren zu Esch am Massatz. Aber wir können daran nicht das sehen. Sie waren am Massatz. An der Minia Cockerill zu Esch an der Hiel. Es war ja evident, dass die Firma Cockerill seine eigene Lokomotive benutzt wird, für den Manöver zu machen. Und das wäre eben noch eine Ursache für zu sagen, wir kommen holen so eine Lokomotive auf Lützeburg, weil das dann effektiv repräsentativ für das, was doch heute Lützeburg wirklich geführt hat. Das Lokomotive war von 1920. Wie gesagt, es wurde über einen großen Zeitraum verschiedene von diesen Lokomotiven gebaut. Es gab auch fünf verschiedene Modelle. Von 1, 2, 3, 4 bis 5, nur verschiedene Stärken. Das heißt also nur ein Typ 4, sogar ein Typ 4R. Das heißt, das ist ein Typ 4, den aber noch ein bisschen mehr stabiler ist, ein bisschen mehr schwerer ist. Wir können ein bisschen mehr Lasten zeigen. Die Lokomotive die hat eine Kraft von 75 PS. Das ist für eine Dampfmaschine nicht ganz viel. Mit der Idee, dass sie kleine Räder hat, dass sie gut übersät. Das ist selbst, wie wenn man am Velo den Berg abführt, wenn man die kleine Übersetzung holt, dann bleibt man nicht so fest zu drücken. Das heißt, die Maschine kann aber relativ schwer Lasten ziehen, aber nur auf kleinen Distanzen. Sie ist nicht gedauert als Streckenlokomotiv, sie ist gedauert eben für an einem Atelier, auf einem Quai, irgendwo in einem Silo, für da Waggon umzuziehen, hin und her zu ziehen, dann zu positionieren. Und die Idee, die wir hatten, indem wir uns im Ruck gefahren haben, dass die Maschine dann noch einfach transportieren wird, da ist es dann noch effektiv gewesen, dass die Nivellierung gut war. Die Maschine wird ganz oft gefragt, für am Ausland und verschiedene Events zu holen. Sie hat sich für lange Jahre denke ich, von Fond de Grasse bis an die Stadt Lützeburg gefahren über die Schiene. Sie war in Polen, sie war oft an der Belge, sie war in Frankreich rezent auf großen Events. Da war es natürlich immer ein Eyecatcher, weil eben eine ungewinnte Lokomotive war mit dem Stehkessel. Und hier ist sie dann im Prinzip immer der Mond am Betrieb an der Cäsar. Heute ist dann der große Tag, es wird hier 100 Jahre feiern. Die wir noch geholt haben, um Covid vom letzten Jahr, haben wir dann diese Woche hier 100 Jahre gefeiert. Die Präsenz von Repräsentanten von der Firma John Cockerill von Lick, die uns also auch eine ganz flotte Ausstellung gesponsert haben, die wir die nächsten Wochen an der Wirtshalle haben können sehen. Und heute ist dann eben der große Tag, wo sie viel fährt, zusammen in verschiedenen Kombinationen mit diesen anderen Lokomotiven. Ich kann euch nicht mehr empfehlen, kommt an diese Schiene von der Gras, hier ist es wunderschön, wir sind jetzt an der Natur. Obwohl wir nicht weit weg von einer Stuhlindustrie sind, von Befer denkt, wir sind einfach zu reichen, am Zug an über die Straße, am allerbesten am Zug. Und dann können wir hier einen wunderschönen Tag nur mitten am Fond de Grasse verbringen und denken von unseren flotten Dampflokomotiven an Betrieb erleben.
Thank you.
Thank you.